So, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Man of Medan oder Medan oder keine Ahnung. Jedes Mal frage ich mich wieder, was es genau heißt oder ausgesprochen wird. Egal. Ja, es ist bei mir abends und ich nutze die Zeit heute Abend. Wir sind nicht auf Twitch heute unterwegs und dann haben wir gedacht, na gut, dann werde ich jetzt hier ein bisschen für mich aufnehmen und ich muss das einfach mal vorwärts bekommen. Ist eigentlich ein kurzes Spiel, das wollen wir doch mal auf die Reihe bringen, oder? Mal schauen. Fortsetzen, klicken. Ah, hoffentlich weiß ich noch alles. Wir waren auf dem Schiff, genau. Genau, das war's. Wir waren auf dem Schiff. Mal schauen, was da alles auf uns jetzt noch zukommt. Ja. Ah ja, da musste ich ja irgendwo. Sind wir nun sicher? Da sind wir entkommen irgendwo. Irgendwas war doch da. Sieh mal, sie haben sich schön gemacht. Komm schon. Hier muss es irgendwo Treppen geben. Treppen? Okay. Habe ich das beim letzten Mal nicht gefunden gehabt? Ich habe keine Ahnung. An die gesamte Mannschaft regeln zum extra Wachdienst. Aufgrund der Spezialsicherheitsvorkehrungen für diese Mission müssen diese Zusatzhilfe von Soldaten Wachdienst befolgt werden. Doppelte Wachposten, kein Gespräch, keine Ablenkung, Zigaretten, Alkohol, alles verboten, keine Spiele. Mache diese Regeln mit Wachen, die diese Regeln missachten müssten. Müssen mit strengster Bestrafung rechnen. Bla bla bla. Okay. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts übersehen. Okay. Kann man wieder rausgehen? Bist du da? Ich bin immer so neugierig. Weil ich weiß, was da drin ist. Halt! Nein! Das ist die blöde Steuerung. Ist da was? Nee. Gar nichts. Gibt's da irgendwas? Ich möchte mal was finden. Nee. Hä, wer war da? Da war doch jemand. Die war da gerade dran gestanden. Wie von dem Poster. Jetzt kommt sie nochmal. Ich will nur wissen, wo zur Hölle alle sind. Hier müssten Dutzende Leute an Bord sein. Hunderte. Wie konnten die alle verschwinden? Und ihr Zeug ist noch hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Da. Das ist die... Wo ist der Sie sind hier, Pfeil? Ja, genau. Wo ist der? Kann man da irgendwie was entdecken? Nee. Okay. Out of box. Cargo hold. Ich weiß gar nicht, auf welchem Deck ich bin. Wahrscheinlich unten, ja klar. Cargo hold 1 Engine Room. Okay. Gut. Hm. Ah! Mein Gott! Wieso fiel das jetzt? Halt! Stopp! Geh nochmal zurück. Vielleicht ist er da was. Nein, geh dahin. Geh dahin. Leuchte mit deiner Funzel. Leuchte höher.
Höher, höher. Ach komm, das sind Sachen, die finde ich ein bisschen schade in dem Spiel. Man kann da einfach nicht gezielt irgendwie die Figuren steuern, wie man es möchte. Irgendwie ist es so vorgegeben. Ich kann nicht glauben, dass das hier passiert. Mich auch Aber nicht. ist mit Brad? Meinst du, er ist noch auf der Duke? Ich weiß so viel wie du. Blut. Oder? Oder ist das Rost? Jetzt weiß ich schon, ob das Blut oder Rost ist. Hilfe. Ah, gut. Okay, nein. Oh, da, 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 da. Da. Glitzert doch was. Ich geht's auf der Toilette. Nein, halt. Geheimnis. Nochmal. Ich muss ihn ja gedrückt halten, die Maustaste, damit ich da was lesen kann. Ist ein bisschen blöd. Liebe Eileen. Alles. Ich komme endlich nach Hause. Noch einmal über den Pazifik und ich bin wieder bei euch. Ich kann es kaum erwarten, sagt Ned und Nancy. Sie können sich schon mal auf die Geschenke freuen, die Daddy für euch alle hat. Ich bin froh, wieder auf See zu sein. An Land ist es hier heißer als in Oklahoma im Sommer. Aber deine Briefe haben mir geholfen, all das durchzustehen. Sie werden zensiert. Aber das ist... Was zensiert? Aber das ist vermutlich gar nicht so schlecht, weil die anderen sie manchmal klauen und lesen. Und ich möchte nicht, dass sie unsere Briefe lesen. Ich weiß. Hallo? Es macht mir echt Angst. Er behauptet ständig, ein kleiner Junge befinde sich an Bord und es hört sich so nach Ned an. Ich weiß, dass er sich nur über mich lustig macht. Wir haben garantiert keinen blinden Passagier an Bord. Die Offiziere sind jetzt nach Kriegsende viel zu gerissen. Ich wette, sie löschen diesen Teil. Hier drehen wirklich alle langsam durch. Ich muss jetzt aufhören, Süße. Irgendwer schlägt da draußen Krach. Noch mehr Arbeit für mich. Ich melde mich bald wieder. Robert XX. Geruselig. Gruselig, okay. Ist da jetzt noch was? Nee, gell. Es ist eh. Okay, ich glaube, da ist dann nichts mehr, oder? Nee. Nee, geh raus. Wieso steht sie hier? Wie die andere vorhin. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich was vergessen habe. Nein. Hörst du das? Ja. Dieses schreckliche Geräusch meinst du? Nein, habe ich nicht. Na klar hast. Blut, oder? Was ist da? Das Ding ist verdammt riesig. Ja. Ich will da hinten hin. Komm mal vor, im Labyrinth so eine Kugel zum Steuern. Das ist echt arme. Das ist gar nicht einfach, Leute. Ich will dahin. Nein. Ich sehe nichts, wo ich hinlaufe. Ah ja. Habe ich jetzt da was vergessen hinten? Shit. Oder ging es nur so? Ah, siehst du? Okay, was möge das für ein Geschreibsel sein? Ein Buch. Okay. Kann man das mitnehmen? Ein Tagebuch. Habe im Frachtraum einige
Berichte aus dem Frachtraum 1 identifiziert, die strukturelle Schwächen und Risse aufweisen. Habe unseren Schiffsbauer angewiesen, die nötigen Reparaturarbeiten durchzuführen. Ich habe dem Captain geraten, bei der Heimreise Vorsicht walten zu lassen, insbesondere bei schlechtem Wetter. Zu große Belastung könnte leicht einen Kielbruch verursachen. Stellt euch das mal vor. Es gab Beschwerden über Fehlfunktionen der elektronischen Ausrüstung. Bei der Überprüfung der Ausrüstung habe ich Zinn-Whisker-Bildung. Was ist denn das? In mehreren Komponenten festgestellt. Ich habe die Geräte gereinigt und die Lötverbindungen mit Blei repariert. Dies hat die Kurzschlüsse behoben und sollte die Whiskerbildung verlangsamen. Whiskerbildung, also ich kenne nur Whisky. Müsst ihr mal nachschauen. Da kann man blättern. Wow. Hey. Die wöchentliche Generalprüfung von Treibstoff, Öl und Hydraulikflüssigkeit im Maschinenraum ergab einen niedrigen Zylinderölstand als erwartet. Habe die Maschinenraummannschaft zu erhöhter Wachsamkeit und stündlichen Checks aufgefordert, damit bei Druckverlust sofort ein Techniker informiert werden kann. Das Schiff geriet kurz nach Mitternacht in ein schweres Gewitter. Oje, durch Blitzschläge kam es zu Lichtbögen entlang der Hebeseile auf dem Oberdeck, die schwere Schäden verursacht haben. Derzeit betreffen die meisten Sturmschäden die elektronische Ausstattung. Wahrscheinlich wurden diese durch die vorherige Whiskerbildung noch verschärft. Trotz rauer See gibt es keine Berichte über strukturelle Schäden am Schiffsrumpf, aber ich werde eine Nachtschicht einlegen, um eine vollständige Schadensbeurteilung durchzuführen. Oh wei, oh wei. Geht es nicht in diese Richtung? Ist es nicht mehr? Nein. Nee, es geht nochmal. Also entweder kann ich es nicht mehr blättern oder geht es nicht weiter. Boah. Das ist übel. Die Treppe müssen wir ja noch suchen. Okay. Ist da was? Nee. Nicht zu lange aufhalten. Komm, geh doch. Das ist ein Spend. Da blinkt was. Ach, das ist... Na, jetzt. Was ist das? Ihr Knochen. Hä? So ein Mäusekopf oder was? Was ist das? Ich geht's? Bäh. Da. Noch ein Buch. Das sind lauter Bücher. Also die Bücher haben gut überlebt. Ah. Der 12. Der Captain hat den Alkohol für die ganze verdammte Reise verboten. Es gibt kaum etwas, was einen so sehr die Stille auf diesem Schiff hören lässt, wie kein Alkohol. Die beiden Blödmänner Wilson und Anderson haben sich direkt nach dem Ablegen in die Wolle gekriegt. Aber der alte Ferris hat das ganz schnell beendet und seitdem ist es hier so ruhig wie in einem Gotteshaus. Ich habe mit einem Kerl gequatscht, der beim Einladen der Fracht geholfen hat. Und der hat mir erzählt, dass das, was er eingeladen hat, Särge waren. Vielleicht nichts Ungewöhnliches, aber er meinte, da war so ein Kerl und der hätte ganz genau aufgepasst, wie die Särge in einen der Frachträume gebracht wurden. Extrem genau. So eine Behandlung bekommt nicht jedes normale Frontschwein. Also habe ich überlegt, wer wohl in den Kisten steckt. Freitag der 13. Paris hat behauptet, einer der Jungs hätte aus geklautem Proviant irgendeinen Fussel zusammengebraut. Wir treffen uns nachher im Frachtraum, um ihn zu probieren. Der Alkohol war ein Reinfall. Paris meinte, nach 4 Tassen hätte er sich beschwipst gefühlt. Aber ich finde, er hat nur Blödsinn verzapft. Das war alles, aber kein Sprit.
14. Samstag. Hab gehört, einer der Jungs hat sich da reingeschlichen, wo die Kisten stehen. Werd mal mit ihm reden und rausfinden, was er gesehen hat. Vielleicht sagt er mir sogar, wie ich reinkomme. Der Plan steht. Er meint, er kann mich reinschmuggeln. Wir sehen sie uns heute Nacht an. Wow. Sehr spannend. Alles abgesagt. Der Typ, mit dem ich rein wollte, ist krankgeschrieben. Doc Finlay denkt, der ist ein Drückeballer. Könnte sein. Wobei Miller was anderes behauptet. Der meint, in dem Frechtraum stimmt was nicht. Miller ist ein ziemlicher Angsthase. Mit dem möchte ich nie in der Klemme stecken. 17. Zwei Tage gleich später. Okay. Paris sagt, die Jungs haben mehr Fusel gebraut, aber keine große Lust, ihn zu probieren. Aber gibt ja sonst nichts Besseres zu tun. Überraschung, der zweite Versuch war schlechter als der erste. Ich höre nie wieder auf Paris. Ui. Letzte Nacht hatte ich mit Wolowitsch zusammen Dienst und er hat mich ganz verrückt gemacht. Wolowitsch hatte Schiss und hat angefangen zu schwafeln über irgendeinen Sergeant namens Jones, der im Dschungel vermisst wurde. Er meinte, dass Jones und sein Team in den Kisten stecken würden. Auf dem Weg nach Hause, so wie wir anderen Versager auch. Ich hab's mir angeguckt und mein Gott, ich schwör's, der Karl damals im Hafen hatte recht, da standen die Särge absolut ordentlich, jeder mit einer Flagge drüber. Wenn das da drinnen Jones ist, dann haben sie ihm echt alle Ehren erwiesen. Der gute alte Onkel Sam lässt uns nicht da draußen allein, er bringt uns heim. Okay. Oh je. Da steht einer, oder? Das sieht aus, als wenn da jemand steht. Das ist ja bloß eine Jacke über den Spind, aber das sieht komisch aus. Wow. Ich höre da Schritte. Gott. Oh. Das ist echt gruselig. Das ist schon so gemacht, dass man da in die richtige Richtung immer läuft, oder? Ich habe keine Ahnung, wohin lauf. Ich sehe nichts. Ich wollte eigentlich da noch links mal reingucken. Menno. Okay, was passiert jetzt? Ist das? Achso, der eine Typ Ski. Seht mal, da ist die Verteilerkappe von der Duke. Ganz sicher? Ja, bin ich. Ich will diese Verteilerkappe. Ich werde sie mir holen. Das ist die Chance. Schnapp sie. Hast du so lange auf? Was glaubst du, was ich mache? Oh je. Oh Gott. Scheiße. Schön aufpassen. Scheiße. Wow. Ich glaube, mein Bild ruckelt, Leute. Wieso ruckelt das jetzt wieder? Hm. Ah.
Nein! Na komm. Gott. Nein! Scheiße! Nein! Jetzt muss ich irgendwas tun, wahrscheinlich A oder W oder was. Keine Ahnung. Nein. Wo sind die anderen? Shit. Shit. Scheibe. Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Bei mir ruckelt's im Video. Bei der Aufnahme. Leute, das ist unglaublich. Ich kriege einen neuen Rechner demnächst, aber das ist echt kack. Was soll das? Ich dachte, wir folgen ihnen. Wir müssen Abstand halten. So können wir sie überholen. Hoffentlich ist das schneller. Ich mach das. Tut es leid, hey. Ich habe jetzt was umgestellt. Vielleicht geht's denn besser. Das ist so, mein PC ist zurzeit echt nicht mehr der Beste. Hey, geh weiter. Da. Was soll das mit der Kapelle? Andy Crew, Bereich 7C, wurde für die Dauer der Überfahrt als temporäre Kapelle eingerichtet. Kapelle? Von der Crew wird ruhiges und respektvolles Verhalten in diesem Bereich erwartet. So wegen dem Särgen. Ist da hinten nichts drauf? Nochmal gucken. Ich habe immer Angst, dass ich was übersehe. Was Wichtiges? Nee. Okay. Ich habe es mir FPS-Zahl einfach runtergeschalten. Jetzt müsste es flüssiger laufen bei der Aufnahme. Der checkt es einfach nicht mehr so gut. Ich weiß auch nicht warum. Müssen wir schnell gehen. Moment. Was ist da? Oh. Gar nix. Oh Menno, ich laufe umsonst hier, vergeude wertvolle Zeit um jemanden. Hä? Hat da was geblinkt? Das ist echt fies gemacht, hey. Wenn man nicht richtig navigiert hier, die Figur, dann kommt man gar nicht in bestimmte Ecken rein. Doch voll blöd. Na gut. Jetzt denken wir wieder in. Nein, da ist nichts mehr. Ich geh mal. Was? Das hört sich echt komisch an, als wenn das gleich wegfährt, oder? Oh Gott. Leute. Ich bin so aufgeregt. Wobei, eigentlich jetzt nicht so aufgeregt bin. Halt, da ist ein Kasten. Nee, da ist nichts. Aber da sind Schächte. Da ist ein Bild, oder? Halt. Geh an das Bild. Nee. Auch nix. Nicht so schnell, Junge. Vielleicht kann man da irgendwo rein, oder? Dass ich was übersehe. Oh Gott, stopp! Was ist denn hier vor?
Was? Die gehen unter? Da muss ich mich beeilen. Oh Gott, scheiße. Ich beeile mich schon. Und wie? Ha. Nein? So. Ist da nix. Okay. Wenn ich jetzt geradeaus gehe und ihr nicht gleich folge, dann finde ich bestimmt wieder was, oder? Es war jetzt bisher oft so. Nee, da ist gar nichts. Ach, Menno. Ha. Was? Nein! Ich oh. Nicht. Oder? Ich spür's, hier waren wir schon, Alex. Hast du uns im Kreis geführt? Komm schon, Leute. Scheiße. Wir müssen weiter. Hä? Hallo? Nicht? Hä? Doch blöd. Moment. Da steht was, siehst du? Hey, hier steht, heute gibt's Rinderragout. Wieso heute? Es sieht so aus, als wäre an diesem Tag alles zum Stehen gekommen. Das ganze Schiff ist eingefroren. Eingefroren. Ah, mein Gott! Wow. Was war das? Wo kam das her? Geil. Da ist das. I. There. Was ist das? Als ob du dich in der Küche auskennst. Bäh. Baby, wenn wir zusammen wohnen, werde ich dein ganz persönlicher Chefkoch. Okay. Ist ja nice. Und da hinten raus? Kann man da raus noch? Nee, das sah bloß so aus. Ja, ich weiß, ich komme schon. Da ist nichts mehr, oder? Okay, was ist das denn hier? Ich glaube, wir müssen hier wohl durch. Ach, das ist da, die kann, wo sie gesessen sind zum Essen. Däh. Däh. Oh, da leuchtet was. Auf der Suche nach Glitzy. Ein Bild. Oh je, eine Vorahnung. Was den betrifft. Oh Gott, nein. Hä? Der ist tot? Oh Gott. Ich schau da nochmal. Oh. Nee, dass er mal reinkommt. Ah, Glitz. Was war das? Mal zum Ohrenarzt kommen. Was war da? Keine Ahnung. Notebook. Notebook. Okay. Hallo? Aufmachen? Jetzt. Wir werden erfahren, was los ist. Nein, nicht so blättern. 20. Ein paar der Jungs haben heute in einem der Frachträume einen kleinen Wrestling-Wettkampf abgehalten. Ich habe ganz gut abgeschnitten, aber am Ende hat Wagner mich erledigt. Ich fand ja, er sollte aufgrund seiner Größe disqualifiziert werden, aber keine Chance. Man bräuchte ein ganzes Football-Team, um ihn auf die Bretter zu schicken. Der verschlingt garantiert größere Rationen als der Rest von uns. So viel ist sicher. Ich wette, unsere Fracht hat irgendwas mit dem Team zu tun, das vermisst wird. Der Kommandant Jones hat eine Geschichte über einen Raum voll uralte Goldstatuen von irgendeinem Mann.
Was? Mandschurischen Kindkaiser gehört. Angeblich waren die Statuen verflucht, aber das ist wohl eher Quatsch. Ich weiß nicht, ob sie sie gefunden haben, aber jedenfalls sind sie von der Mission nie zurückgekehrt. Vielleicht bringen wir sie ja jetzt nach Hause. Kindkaiser? Junge und Co. Okay. Puh. Figuren. Fluch. Das klingt ja echt sehr erdrückend. Was? Was? Irgendetwas ist mit uns hier drin. Hast du... Ich meine, hast du nichts gehört? Was? Nein. Da war doch nichts. Dann sollten wir weiter. Ich habe irgendwas gesehen. Es hat sich in den Schatten bewegt. Oh Gott. Genervt nicht sein. Ratten. Wahrscheinlich nur Ratten. Ich hoffe es. Mehr war's nicht. Jetzt lach mich bloß nicht aus. Nein. Was willst du jetzt tun? Umdrehen? Hier sind wir schon gewesen. Bleib cool, Jack. Wir haben nicht viele Optionen. Wir müssen hier... Okay. Nein. Da mach ich nicht mit. Was? Olle Särge und Scheiße. Oh, Scheiße. Nein. Das ist mein Ding, weißt du? Hast recht. Es ist eklig und krass. Wir müssen ganz schnell hier raus. Und wir müssen Fliss finden. Okay, gut. Können wir dann die Fliege machen? Was ist das? Da ist so ein Nebel am Boden. Gott. Leute, das machen wir im nächsten Let's Play. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis dahin. Ich werde es bald hochladen. Bis dann. Ich spiele es gleich weiter. Ciao.